Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Es ist soweit, die 1.46 Open Beta für den Eurotruck Simulator ist da und wir gucken uns die jetzt mal ein bisschen genauer an. Ein kleinen First Look oder eine Zusammenfassung, nennt es wie ihr wollt, werden wir heute ausprobieren. Ich werde das, Vorsicht, mit ein paar Mods fahren. Da gibt es manchmal kleine, aber feine Probleme. Aber falls ihr Probleme findet beim Spiel, testet das bitte, bitte, bitte ohne Mods. Und dann sendet das nicht zu mir, sondern zu SCS. Aber falls euch trotzdem irgendwas auffällt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Und wer jetzt denkt, wie Maximus fährt mit dem neuen MAN 2020, in dem Fall der 2022, nein, das ist natürlich ein Mod. Wir wünschen uns alle, dass der LKW kommt. Und wir hoffen auch, dass es dieses Jahr ist. Und wenn ihr genauso denkt und hofft, dann lasst einfach ein Däumchen da, weil es könnte dieses Jahr noch interessant werden, gerade im Oktober, weil SCS wird ja 10 Jahre, also das Spiel Eurotruck Simulator und SCS allgemein wird 25 Jahre. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu den wesentlichen Punkten, was Neues. Hier unterhalb von Madrid haben wir ja unser neues Industriegelände. Dieses Gebäude, das gibt es so in der Art schon im American Truck Simulator. Ja, das kennt man schon irgendwoher. Und dann gehen wir doch einfach mal ganz kurz ins Menü. Im Menü haben wir diesen Company Browser. Ist jetzt für mich erstmal nicht so essentiell wichtig. Wir sehen zum Beispiel, welche Firmen in der Stadt sind. Ja, okay. Dann kann man schon mal groß ableiten. Und was Import, Export ist. Welche Städte, wenn ich das jetzt anklicke. Hier Import, Export. Hier nach Hamburg ist es Export. Ja, könnt ihr selber. Für mich wäre es interessanter, wenn es diesen Company-Browser hier in Auftrag gäbe, dass wir selber disponieren können. Wie geil wäre das denn? In Konvoi-Modus, wir sagen, pass auf, wir machen von St. Petersburg bis nach Lissabon. Einer fährt quasi Sprit und der andere fährt halt einen Trecker oder eine andere Schwerfracht. Also irgendwie, dass wir selber das machen können. Ihr wisst, was ich meine. Dann eine Kleinigkeit für die Leute, die es ein wenig realistischer wollen oder dieses Gefühl haben. Hier in dem Bereich, wenn ihr den Haken reinmacht, Tuttelhaft, ich kann es ja aussprechen, es ist quasi, falls ihr eine schwere Fracht hinten am Auflieger oder am LKW dran habt und ihr gebt richtig Gas, dann bewegt sich der LKW so nach vorne. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und dann haben wir natürlich auch hier in Spanien auf den Autobahnen die einzelnen neuen Verkehrszeichen, die Regionen abbilden. Ja, also wie bei uns jetzt hier der Spreewald oder das Sauerland oder was auch immer, das Ruhrgebiet. Ja, hier ist unser neuer Auflieger. Wir haben Benzin geladen und haben auch die entsprechende Warntafel dran. Jetzt ist natürlich das Problem, wo ist die Warntafel am LKW? Ich hoffe, dass dann irgendwann mal sowas kommt, dass wir eigene Warntafel befestigen können. Entweder müssen wir die selber ranmachen oder mit Knopf aufklappen und dann haben wir das drinnen und wenn wir es nicht machen, dann ja, gibt es eine Strafe. Das fehlt auf jeden Fall, aber ich denke mal, das könnte durchaus sein. So, dann würde ich sagen, wir starten den Motor, hoffen, dass es nicht abstürzt, weil ich hatte gerade ein paar Probleme, dass es abgestürzt ist. Warum, weshalb, wieso, wurde mir nie angezeigt. Hier ist jetzt der neue Auflieger. Und wir werden jetzt ganz kurz mal bremsen und geben jetzt mal Gas, ob wir das jetzt irgendwie mitbekommen. Er neigt sich schon ein bisschen nach oben. Ja, also ist jetzt nicht so eine schwere Fracht, die wir jetzt hier haben. Aber okay, alles gut. Alles gut. Ja, wie gesagt, ich fahre das hier mit ein paar Mods. Ja, das sollte jedem bewusst sein. KI-Mods und ein paar Trailer-Mods. Und kann sein, dass der eine oder andere Trailer da nicht mehr ganz so aktuell ist. Oder bei den KI-Mods ist ja alles für die 1.45. Doch 45. Wir sind jetzt schon in 1.46. Und Gerüchte sagen ja, dass die 1.46 nicht allzu lang sein wird. So. Hier, ich hoffe, dass sie jetzt langsamer fahren hier. Dass sie vielleicht schon nächste Woche wieder draußen ist. Ja. Wer von euch natürlich ein bisschen zögerhaft ist, ja, bezüglich der 1, oh, der sieht ja gut aus, Mercedes, bezüglich der neuen Version, dann lasst das. Lasst das einfach, das bringt uns allen nicht, wenn euch das Spiel abschmiert. Ah, wir machen jetzt einfach mal, sonst kommen wir ja nie raus. Wir wollen noch mal gucken, wie das alles hier funktioniert.
mit den Auflieger. Ja, wir wollten schauen, wie der Wendekreis ist. Ja, ganz einfach. Ja, hier staut sich es auf jeden Fall. Jetzt hoffen wir, dass es nicht abstürzt. Weil ich bin hier irgendwie mal ein paar Mal gefahren und immer, ich habe Mods rausgebracht. Ich wollte das mit 80 Mods, jetzt bin ich bei ungefähr 50 Mods, die ich jetzt hier drin habe. Und hoffe, dass es jetzt stabil läuft. Es kann an irgendein KI-Fahrzeug oder an irgendeinen Auflieger gelegen haben. Na, wie gesagt, das funktioniert natürlich auch. Jetzt werden wir die Augen aufhalten und schauen, ob wir unterwegs irgendwo ein Bus, irgendwo die neuen Schilder sehen. Die Rotmarkierungsschilder, die uns sagen, in welcher Region wir sind. Dann, ja, guck mal, das Navigationssystem ist hier beim Dix jetzt aus. Naja, ist nicht schlimm. Weil es soll da irgendwie noch eine Zusatz, also bei den Handy-Navis noch eine zusätzliche Information drin sein, dass wir auch wissen, wie viele Kilometer wir fahren. Irgendwie, ja, das habe ich jetzt selber auf die Schnelle nicht so evaluieren können. Ne, manchmal ist es ja so, dass man nicht alles gleich so mitbekommt. So, also kommen wir nochmal zu dem wesentlichen Punkt, den ich ja immer wieder nach jedem Update höre. Was ist ja gar nichts drin? Also ich frage mich manchmal, wo die Leute das herhaben. Also in welcher Welt die ihren leben, dass sie eigentlich alles für lau haben wollen, also umsonst. SES hat dieses Jahr uns so viel Sachen ja, geboten, was umsonst ist. Was haben wir dieses Jahr eigentlich bezahlen müssen? Eigentlich gar nichts großartig. Ne? Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir viele DLCs für den Euro Truck Simulator bekommen haben, wo wir was bezahlen mussten. Ergo können wir doch jedes Update hat uns jetzt ein kleines Feature geboten. Dieser Browser, ja, aber da muss man immer wieder sagen, SES macht das mit Bedacht. Warum bauen sie das ein? Um das zu gucken, okay. Aber sie denken manchmal zwei Schritte weiter, wo wir vielleicht noch gar nicht wissen. Also ich hätte natürlich dieses System als sogenanntes Dispositionssystem, also wo man selber seine Frachten disponieren kann. Ja, deswegen abwarten könnte durchaus möglich sein. Also ein Schild habe ich noch nicht gesehen. Falls ihr irgendwo mal ein Schild gesehen habt, dann schreibt es mal rein. Ja, so. Es läuft doch. Also der Auflieger sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus. Ne? Den kann man natürlich auch als Dreiachse oder als Zweiachse machen. Ne? So. Also. Jetzt müssen wir erstmal hier runter. Ja. Wir haben ja natürlich alles wieder ausgeschalten hier. Das ist natürlich immer günstig bei mir und ich und hier langfahren. Ne, so viele Kilometer sind es jetzt nicht. Dann kann es manchmal ordentlich in die Hose gehen. So, dann diese Physik-Sache, diese Auflieger und hier eine Kleinigkeit hier in Spanien. Warum die das jetzt nicht in einem größeren Update machen? Weil ich glaube, sie noch nicht so weit sind, andere Features uns mitzuteilen, sie aber schon jetzt irgendwie im Spiel, vielleicht sind ja irgendwas in den Dateien, vielleicht habt ihr da schon irgendwas gesehen oder ja, ich weiß es schon, also jetzt in dem Punkt, wo ich dieses Video aufnehme, weiß ich es natürlich noch nicht. Ja, hier ist noch eine schöne Baustelle. Ja. Kann durchaus sein, dass man da noch irgendwas gefunden hat und jetzt stürzt es ab. Ja, dann müssen wir mal kurz Pause machen. Und da ist er wieder. Woran es manchmal liegt, dass das dann abstürzt? Keine Ahnung. Ob es am LKW liegt, an dem KI-Fahrzeug, an irgendein KI-Fahrzeug. Wäre vielleicht interessant zu wissen, vielleicht gibt es ja auch ein neues KI-Fahrzeug. Okay. Aber durch die Pause-Funktion habt ihr nichts verpasst. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal das Video. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt, weil ich ja es mit Mods ausprobieren will, ist das wirklich schon das sechste oder siebte Mal, wo ich jetzt komplett neu anfange. Ich fahre einfach jetzt mal vor dem BMW. Vielleicht muss ich ja auch ohne Mods, vielleicht liegt das ja auch an dem LKW. Ups, so. Aber wenn es dann nochmal abstürzt. Jetzt.
müssen wir es immer wieder probieren. Ja, es war wieder ein Absturz und ich habe jetzt erstmal alle KI-Mods rausgemacht, also KI-Fahrzeuge. Vielleicht liegt es daran, vielleicht liegt das an irgendeiner anderen Sache, aber ich glaube, es liegt vielleicht an einem bestimmten KI-Fahrzeug. Ja, gut, wir werden es überleben, vielleicht mal eine Zeit lang ohne irgendwelche. Aber falls ihr da irgendwas mitbekommt oder wenn es jetzt... Ich wollte nur gucken, ob unsichtbare Wände auch unsichtbar sind. Ja, sie scheinen wirklich unsichtbar zu sein. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber so kann es manchmal sein. Ja. Ne, das ist halt... das ist wieder der Maximus, ne? Ach nee, hör mir auf. Da hilft kein Sammeln und kein Schnaufen. Ja, ja, dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier weiterkommen. Also wir haben jetzt noch 140 Kilometer. Ja, ich hoffe, dass wir das jetzt ohne große Probleme absolvieren können. So, wir kommen aber nochmal so zurück. Ich denke mal, über das Jahr genau gesehen haben wir eine ganze Menge an Features vom Euro Truck Simulator oder für den Euro Truck Simulator bekommen, für lau. Ja, große Updates mit Verbesserungen, grafisch mäßig, performance mäßig, wird immer unter der Haube ein bisschen was gemacht. Dann mit Österreich ein kostenloses, wie ein DLC. Ja. Klar kommt das alles ein bisschen Jahre und da muss auch ein Entwickler ein bisschen ja, dran arbeiten, dass es wieder frisch und toll aussieht. Aber die bräuchten es nicht. Ja? Warum sie es jetzt rausbringen und das wahrscheinlich nicht lange in der Beta sein wird, tja, das weiß nur SCS. Also vielleicht werden wir dieses Jahr noch die 1.47 mit ganz vielen Überraschungen oder ja, eventuell zum Geburtstag den LKW bekommen, wo sich viele darauf freuen. Ne? Oder die werden einfach nur kleine Aussichten sagen, pass auf, wir Euro Truck Simulator ist 10 Jahre alt. Ja. Wir sind 25 Jahre alt als Team SCS. Dann würden wir einfach mal sagen, wir kündigen ein neues Simulationsspiel an von SCS. Was wir in den nächsten Jahren nach und nach immer so zeigen. Es wird wahrscheinlich, wenn SCS sowas machen würde, im Bereich Logistik bleiben. Ich sage ja immer gerne der Euro oder der World Logistik Simulator, ja, oder ja, wo man halt viel abgreifen kann. Aber der wahrscheinlich dann eher in den nächsten Jahren, also Euro Truck Simulator 3 glaube ich nicht. Ja, wenn, dann müsste das Verhältnis zu dem Spiel, also der Maßstab verändert werden. Aber das jetzt anzukündigen, dann würden viele wahrscheinlich sagen, Euro Truck Simulator, warum soll ich das? Wir haben doch jetzt den hier. Nee. Ja, vielleicht kriegen wir auch einen Bus-Simulator, wer ist, oder irgendwas mit Autos, wer weiß. Ja, lassen wir uns überraschen. Vielleicht sagen sie auch einfach, hey, der Winter steht vor der Tür, wir machen Season rein. Das kommt in der 1.47. Es ist so viel möglich, ja. Das Spiel hat Potenzial, ob der Aufbau, die Grafik das hinbekommt. Ja. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Das ist was, das können wir nicht beurteilen. Ja. Aber anscheinend läuft das alles noch ganz gut. Und ich muss auch sagen, in den neuen Bereichen, wo wir hier unterwegs sind, es sieht einfach noch klasse aus. Also wenn ich andere Simulationsspiele da angucke, es sieht einfach noch fantastisch aus. Also es scheint so, dass es wirklich an einem KI-Mod gelegen hat. Also ich habe ja die von Jazzycat drin gehabt. Ob es jetzt Bus, LKW, Tandem, BDF irgendwas sein hätte können, weiß ich nicht, aber okay, jetzt läuft es. So, jetzt haben wir zum Beispiel, und wenn ihr sagt, pass auf, das ist der Jazzycat Mod, die anderen kannst du benutzen, dann wäre ich euch auf jeden Fall zu Dank verpflichtet und würde euch ein virtuelles Däumchen geben.
Aber nicht vergessen, heute sind wir nochmal live. Heute werden wir nochmal Bausimulator machen. Würde mich freuen, wenn ihr da seid. Und was mich auch noch freuen würde, ist, wenn ihr, vielleicht morgen kommt ein Video und das nennt sich Männerlords, wenn ihr euch das anguckt, das ist wirklich wunderschön. Das werde ich bestimmt als Premiere irgendwie machen, weil es doch ein bisschen länger ist, das Spiel. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Aufbauspiel. So. Dann haben wir noch die letzten Kilometer, bis wir dann zum Ziel, da wären wir auch ab. Ey, es ist jetzt schon wieder so spät, ich wollte eigentlich schon längst im Bett sein. Aber ich habe mich wieder ablenken lassen. Ja, schlimm. Ja, so ist das. So. Oh ne, wir überholen, brauchen wir nicht. Wir können hier 80 reinmachen, der bremst dann automatisch ab. Wir haben jetzt nur noch 30 Kilometer. Ja. Waren wir ja schon dicht drauf, wa? Ja, man kann auch bei den ACC, wurde mir gesagt, noch die Abtastrate einstellen, dass der halt schneller abtastet, der Sensor. Der ist Standard, glaube ich, auf 20, also 20 Mal pro Sekunde irgendwie so. Irgendwie so eine Drehe, das kann man dann auch noch höher setzen auf 70 oder noch. Aber das ist ja noch nicht offiziell von SCS verkündet worden. Ich glaube, irgendwas war doch noch mit dem Bordcomputer. Irgendwas war doch beim DAF-LKW noch Bordcomputer. Aber das kann bei uns alles dann nochmal im Livestream am Sonntag, unsere Sonntagstour, werden wir dann auf der 146 machen. Ja, Konvoi-Test auf der 146 am Sonntag. Das reicht dann zu. Ah ja, ich bin ja gespannt. Also ich sage mal, es haut mich jetzt nicht von den Socken, was da drin ist, aber ich sage immer so, Updates, die umsonst sind und eine kleine Verbesserung reinbringen, ist besser als gar kein Update. Ja. Ja, wie, lieber eine Fliege auf der Hand als auf dem Kopf, ne? Oder wie heißt das? Naja, irgendwie so war das doch. Naja. Ne, Taube auf dem Kopf und dann. Was war? Gab es doch mal so einen komischen Spruch? Ich krieg jetzt auch nicht mehr zusammen. Ich habe so oft hier angefangen und wieder beendet. Jetzt ist aber langsam Siesta Maria Esperanto. Dann gehen wir das jetzt einfach mal hier so ab. Oh, schön. Ja, haut natürlich jetzt nicht so hin, dass wir die Fracht irgendwie sinnvoll an einer Tankstelle abgeben. Aber egal. So, können wir das so abgeben oder müssen wir umdrehen? Wie kann ich das auf dem Plan? Ich denke mal, so wird es reichen, ne? Ja. Sollten wir vielleicht mal richtig fahren, ne? So. Motor aus. Abgabe. Also. Kostenloses Update. Paar Neuerungen, die gut sind. Ja. Ich habe jetzt kein Schild auf der Autobahn gesehen. Ich denke mal, wenn wir aus den Regionen ein bisschen weiter rausfahren, dann fällt uns auch sowas auf. Kann sein, dass es an diesen Wirrwarr mit Abstürzen nicht ganz so hingehauen hat. Aber passt auf mit den Mods. Und wenn ihr Fehler findet, nicht die mutwillig verursachen, sondern nochmal gucken und dann ohne Mods. Ne? Das war's erstmal. Es hat mich gefreut. Und wir sehen uns heute Abend live, 20:30 Uhr. Das wird richtig lustig. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.